So, ich nehme das jetzt trotzdem auf. Also, bringst du jetzt um und bringst unsere Sachen nach Hause. Ich versuche das jetzt. Wir waren gerade am Airfield, dort wurde der aber auf uns geschossen. Von irgendeinem so Kniften, Gerd. Ich habe nur eine M14, ne, das wisst ihr. Ja, reicht aus. Und der hat den Redguard und den Pseudo gekillt. Ich weiß nur nicht, wo der ist. Ich bin noch so weit gefahren. Ja, zurück, wir liegen doch da auf der Wiese rum. Ich steig erstmal aus und gucke. Ich sehe ihn nicht. Scheiße. Echt mal. Alles überlebt. Ich weiß gar nicht, wie weit ich noch weitergefahren bin, voller Schock. Wer war denn das, der euch getötet hat? Keine Ahnung. Na, na. Ah. Wahrscheinlich der, den du vor uns getötet hast. Oh, es wird auf mich geschossen. Töte ihn. Alter. Du bist jetzt nicht tot, oder? Nein, 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 bin ich noch nicht. Aber das Auto brennt wahrscheinlich gleich. Ich bin an deiner Leiche und ich weiß nicht, wo der ist. Oh Gott. Jetzt bin ich aber aufgeregt. Dann nimm dir wenigstens meinen großen Rucksack. Da vorne, ich sehe ihn. Mach ihm ein Ende. Ich sehe ihn. Okay. Alter, hat der auf das Auto geballert. Du brauchst nur einen Schuss bei ihm. Ja, ich weiß, ich habe eine DMR. Eine halbe M14 DMR. Oh nein, ich wurde angeschossen. Ich bin tot. Verfickt. So ein Penner, Alter, alles für einen Arsch. Wäre ich doch einfach weitergefahren mit dem Auto. Um das wenigstens und? Zu retten. Wer hat dich getötet? Ich denke, das war kaputt. Alex Vendetta wurde getötet, da steht nicht von wem. Oh, fuck. Blutet oder was? Was? Weiß er. Voll die geilen Sachen, ne? Ja, alles weg. Alter, die M14 mit der DMR-Munition. Deine Knarre. Oh. Ich hätte nicht auf euch hören dürfen. Ich hätte weiterfahren sollen. Aha, wo komme ich denn raus jetzt? Ohne etwas. Du hättest einfach da hinten durch den Zaun fahren sollen, dann wäre alles erledigt gewesen. Tschernarus bin ich. Echt? Echt? Ich auch. Wo bist du denn, Tscherno? Oder bist du zufällig in Tschernogorsk? Nee, Tschernarus stand da gerade. Ja, das steht ja bei uns allen. Ach scheiße, oh nein. Ja, du hast recht, ich hab nur oben drauf geguckt. Oh, ich bin noch total flatterig wegen dem Typen. Ey, der hat aus 10 Kilometern Entfernung auf mich geballert. Nee, warte mal, ich bin hier irgendwo. Warte, diese rote Halle. Da sind wir doch vorhin dran vorbeigefahren. Wo du gefragt Echt? Hast, ob das Dings ist. Warte mal, hier ist die Kirche. Die Kirche und rote Halle, das ist gar nicht so weit weg von dem. Ja, was willst du jetzt machen? Von der Leiche hingehen, Waffe ja, ausrüsten. Auf, wir alle drei waren da voll ausgerüstet, der kann das gar nicht alles schleppen. Ja, also nee, irgendwas bleibt liegen auf jeden Fall. Nö, verstecken ist nicht. Wo willst du das verstecken? So, eine halbe Stunde Server restart. Nee, du meinst, dass er unsere Leichen versteckt, oder was? Ja. Wenn ich jetzt nur das ganz genau wüsste, wo ich gerade stecke. Warte mal, da vorne ist die Straße. Ah, warte. Wo ist denn jetzt das verfickte Airfield? Balota? Ah, nee, dann... Nee, hier ist eine Kirche und so ein rotes Gebäude. Und da vorne steht ein Auto. Oder? Was ist das? Kirche? Ey, Zellengorsk? Hätte ich ja einfach mal hingeguckt, ey, Augen auf, ey, beim Eierkauf. Und ich bin an diesem riesen Tower, an diesem riesen Funkmasten. Wo ist der? Der ist am Schwarzwald, oder? Am Schwarzwald. Echt? Nee, aber warte, Schwarzwald. Ach nee, da ist hier weiter links. Am Windy Mountain, glaube. Also bei Bohr. Auch bei Zellengurs dort irgendwo, würde ich denken. Ich habe Moral, der fährt. Immerhin etwas.
Dann fahr da hin. Ja. Dann fahr ihn nochmal über. Wenn ich jetzt wüsste, ja, fahr ihn über, genau. So, ja, so, so wie ich ihn das erste Mal überfahren habe, ja. Ja, warum hat das nicht funktioniert? Freue ich mich auch. War ich denn auf ihn drauf? Ich also du hast ihn zur Seite geschoben auf jeden Fall. Okay, der Ural fährt und alles ist zwar am Glühen, aber das ist egal. Also Penner hat unser SUV zerschossen. Alles. Und uns auch. Ja, uns auch. Wir konnten uns ja nicht mal wehren, ey. Vor allem hätte ich da überhaupt nicht mit jemandem gerechnet. Kein der Zuschauer. Geht einfach da so rum, ne? Also das könnte der gewesen sein, den ich ausgenommen habe. Ja, und wenn der jetzt schon wieder so eine Ausrüstung hat, dann ist das ein Premium-Member mit hier, der 15 Euro bezahlt. Mhm. Okay, hier steht ein kleiner grüner Trabi. Ich guck mal, ob der besser unterwegs ist. Jo! Ah, aber erst noch mal im Ural gucken, also, ob noch was drin ist. Armbrust. Eventuell eine Makarov oder sowas. Ja. Ah, hier ist auf jeden Fall ein Kompositbogen in einem Grün. Und der Mural ist... nix. Das heißt, ich habe einen Bogen mit nichts. Noch niemand Stahlbolzen. Aber ich habe einen kleinen grünen Trabant. Mit gelben Blitzen. Ey, naja, ich muss dann gehen, ne? Oh, Pseudo. Du holst die Sachen wieder, ne? Das wird nichts. In einer halben Stunde. Denke schon. Du, ich weiß doch noch nicht mal, wo ich bin. Warum weißt du das nicht? Fahr einfach, du bist doch viel schneller unterwegs. Ja, ich fahr ja schon. Aber ich habe ja auch nichts zur Verteidigung. Das macht nichts, hatte ich auch nicht. Hast ein großes Auto. Nee, jetzt habe ich einen kleinen Trabant. Egal. Solange du ihn richtig triffst. Der ist aber krasser unterwegs, ja, das stimmt. Ich muss trotzdem auch nicht verstehe, warum der warum Typ von uns nicht umgefallen ist. Ja. Mhm. 15 Minuten haben wir noch für die ganze Aktion. Das ist schlecht. Also wenn der da jetzt weggelaufen ist, können wir es noch schaffen. Aber ich glaube nicht, dass er weggelaufen ist, sondern eher, dass er da abbückt und auf uns wartet. Um uns nochmal zu erschießen. Ja. Wobei eigentlich, du hast so wenig Chancen, wirklich wieder in Nähe zu spawnen. Kann ich mir nicht wirklich vorstellen, dass er echt wartet. Ja, aber das macht ja auch Spaß, ne? Leute abbücken und hoffen, dass sie wiederkommen. Hm. Wobei ich denke mal, wenn der unsere Waffen und sowas sieht, dann ist er froh, dass er das mitnehmen kann und verschwindet. Hier ist ein Trecker und ein blauer Bus. Er versteckt uns einfach. Deichen. Trecker war nicht so schnell, ne? Nee. Über Land, ja, aber... nicht auf der Straße. Gott, wenn ich wüsste, wo ich hier bin. Hast du irgendwas noch als Anhaltspunkt? Gar nichts gerade. Ja, auch nicht, du die ganze Zeit. Aber ich weiß ungefähr, wo ich bin. Ich fahre gerade auf irgendeiner Straße an ein paar Bäumen vorbei und einer Wiese. Hilft dir das? Ach ja, ja, genau. Dann müsstest du gleich bei mir vorbeikommen. Ja. Links von mir ist jetzt eine Scheune. Hilft auch nichts. Ich fahre, glaube ich, gerade in die derbste Pampa. Ich glaube, ich laufe gerade zum Airfield. Ohne Karte und Navi bin ich aufgeschmissen bei dem Spiel. Obwohl, ich hab's ja schon ein paar Mal geschafft, auch ohne Karte ins Lager zu finden. Aber... mhm. Auch mit deiner Hilfe richtig gut. Wegen, gib mir notfalls irgendeinen Anhaltspunkt, dann hau ich mich hier in den Busch und versuch das zu finden. Ja, warte. Was haben wir denn hier vorne? Auch nichts. Ey, hier sind nur vereinzelte Häuser, keine Städte gerade. Und ich bin schon ganz schön lange unterwegs. Zekron wurde getötet. Vor allem Admin. Ja, ja. Was ist denn das für ein Clan? Aber
Aber es ist doch merkwürdig, dass er nicht stand, wer mich getötet hat. Ob mich ein Admin gekillt hat? Das glaube ich nicht. Oh Gott, bald habe ich keinen Sprit mehr. Jetzt muss ich ja irgendwo eine Tanke auftauchen. Fährst du mit Vollspeed oder? Ich fahre mit Vollspeed und ich fahre eine Straße lang und ich finde einfach kein Dorf, gar nichts. Ich weiß nicht, wo ich hier bin. Ich hätte sonst die böse Befürchtung, dass du irgendwo in Lupatino und dann quasi aus der Map rausfährst. Ach, warum? Ne, da vorne steht wieder ein Fahrzeug. Okay. So ein blöder Geländewagen. Aber ich gucke mal. Aussteigen. Ein Ural hast du gefunden, oder? Ja, aber da war nichts drin, den habe ich liegen lassen. Also, ne, da habe ich dann jetzt lieber... Alter, der ist voll funktionsfähig. Sehr gut und voll getankt. Wie schnell ist dieser Mercedes-Jeep, würde ich mal sagen? Mhm. Ja, der ist ein bisschen lahmer unterwegs. Der fährt nur 76, aber dafür ist er sicher im Gelände besser, ne? Ja. Ich glaube, das war der, den wir vor uns zerstört hatten. Wir wüssten, wo du bist. Bin bei der Tanke, wo wir vorhin getankt haben. Hier, dann steuert Pseudo, wie er zu seinem Leichnam kommt. Nee, das wird sowieso nichts mehr in der Zeit, ich bin zu Fuß. Nee. Oh Gott, ich bin wirklich aus dem Kartenende gefahren. Gut, dann fahr wieder zurück, dann bist du oben am Airfield. Bist du sicher? Ja, bin ich ziemlich sicher, dass du links oben Lupatino am Airfield bist und da rausgefahren bist, weil da oben gibt es ein Ural zu finden, laut der DZDB-Map. Denk mal, da warst du. Wie, bei der DZDB-Map sind unsere Fahrzeuge dort? Nein. Um links die Straße raus, da ist dann noch ein... Man könnte da ein Auto finden. Ja. Auf der ganz normalen Map. Ach so, okay. Oh, da hinten steht ein SUV. Schwarzer? Ein Schwarzer. Angeschossen? Nee, ich bin doch hier gerade in Lupatino wahrscheinlich. Oh Gott, noch 10 Minuten Zeit. Und ein Motorrad steht hier auch noch. Der ganze Weg hier umsonst. Aber da ist ein Autoreifen kaputt. Beim Moped oder was? Oder beim SUV? Beim SUV. Dann guck dir das Moped an. Na gut. Cool, habe ich das Map-Ende gefunden. Geil. Ist mir ja noch nie passiert. Ich soll jetzt einfach nur geradeaus runterfahren, ja? Ja, da müsstest du in Lupatino reinkommen. Eigentlich bloß der Straße folgen und du müsstest genau auf unsere Leichen kommen. Oh, hör auf. Ist ja gruselig. Dann bin ich genau in die falsche Richtung gefahren. Ja. Oh, ist ja gruselig. Das Motorrad fährt 14. Wie schnell läuft man? Ich glaube 5. Oder ne, ein bisschen mehr. Also ich habe jetzt rausgefunden ungefähr 500 Meter in einer Minute läufst du ungefähr. Okay. Oh, Katze, Schnauze. Hört man gar nicht. Echt eine Mofa, ey. Das ist die Höllenmofa hier. Oh, ich hab auch ein Auto gefunden, Limousine, die alte. Hauptsache es fährt, oder? Ja. Nur tierisch laut. Mal schnell gucken, wo ich bin. Alter, die Höchstgeschwindigkeit ist 86, ne? 87, ne? Ein bisschen mehr kommt drauf. 88. Toll, ey. Die ganze Strecke hier umsonst gefahren. Aber dafür wieder ein vollgetanktes Auto, naja. Toll, ey. Ich hatte ein Alice-Pack. Oh. Ich auch. Ich verstehe euch gerade relativ schlecht, da das Auto so laut ist und Trine neben mir steht. Ja, die ist sowieso laut. Au!
eingegeben. Mach ich den gleich noch. Und er freut sich. Juhu, 3 Alice-Pack. Ja. 10 Waffen. Ganz ehrlich, der hat unsere Leichen versteckt. Natürlich. Und wenn, dann ist es auch egal. Wir schaffen es sowieso nicht mehr. Na, weiß ich nicht. Voll die behinderte Aktion, ey. Man muss immer gleich nach Hause. Immer das, was man als erstes denkt. Ja. Boah, lass uns doch mal da hochfahren. Jetzt hör auf, den Ossi zu verarschen. Das ist meine Aufgabe. So, jetzt komme ich in einen Kaff, glaube ich. Oder? Nee. Immer noch nicht. Das sind nur Bäume. Ach, ich kotze ab. Also wenn das hier der Weg zum Airfield ist, also wir waren ja in der ersten Kurve vorm Airfield, oder nicht? Ja. Wenn er mich jetzt nochmal wegballert da, ey. Ja, aus welcher Entfernung der mich weggeschossen hat, ne? Das war so krass. Und ich lag auf dem Boden, der konnte mich gar nicht sehen, der Penner. Da steht's doch. Löwenherz-projekt.de. Ja, war ich drauf. Hab den Bescheid gesagt. Okay, hat dieses Kaff, was du meintest, Markus, eine Kirche? Welches? Meins? Nee, ich mein Redguard. Dieses Lupazino-Ding. Lupazino, warte, ich muss mal schnell schauen. Hat Lupazino eine Kirche? Warte, ich sag dir, wie es geschrieben wird. Ja, hat. Ja? Ja, das könnte Lupazino heißen. Okay, einfach weiter geradeaus, ja? Ja, genau, einfach geradeaus. Dann müsst ihr dann quasi an die Abkreuzung, Abzweigung kommen, da wo wir sonst immer langfahren, zu uns hin, zu unserem Lager. Da fährst du geradeaus, oder was? Am Supermarkt vorbei? Alex? Was? Ich weiß noch gar nicht, wo ich hinfahre. Ich denke, unsere Leichen abholen, oder nicht? Ja doch, ich will jetzt eigentlich nur zu uns... Ach, hier ist die Abzweigung zu unserem Lager, alles klar, weiter geradeaus. Und jetzt bist du am Supermarkt vorbeigefahren? Nee, noch nicht. Hä? Da ist oben, ja. Lupazino. Ja. Ab in den Feldweg, oder was? Ja, genau. Ja. An dem bin ich gerade vorbei, glaube ich. Und ich bin in dem nächsten Ort, da fahre ich gerade über diese Brücke. Weißt du? Dann steigt ihr genau, oder kommt ihr genau mit dem Fahrzeug aufeinander zu. Aber ich bin... Ich fahre 16. Ich fahre auch gerade. Halt mal da oben, wo diese Statue ist in dem Ort, fahr da nochmal rechts runter. Nee, er soll jetzt die Leichen holen erstmal. Die sind bloß noch 5 Minuten. Wenn, dann sind die, sonst sind die weg. Ja, aber ich bin doch gleich hier vorne. Ja, hallo, ich bin nur noch gar nicht im nächsten Dorf. Sei mal locker. Wenn du da diese S-Kurve fährst. Ich sehe jetzt die Tanke. Welche Tanke? Ja, danach müsste er dann sein. Ach so, ja. Ja, ich fahre jetzt die S-Kurve. Ja gut, und ich sehe schon die Kreuzung. Also du musst da hinten dann nochmal mich abholen. Denke, du bist schon mit dem Fahrzeug unterwegs? Hier links, Mann, ist eine Tanke. Ich fahre 17 mit dem Motorrad. Das ist doch kaputt. Hier ist ein Polizeiauto. Ja, ich sehe dich, Mann. Ich komme. Echt? Ja. Von wo kommst du? Von oben jetzt, von den Statuen komme ich gerade runter. Los, spring raus. Dann macht schnell. Noch 3 Minuten ungefähr. Pseudo, du musst mich führen bis zum Airfield. Wieder zurück, ja, und dann rechts. Ja. Da hat er recht. So besser zu zweit, oder nicht? Hier rechts. Dann müsst ihr eigentlich schon gleich die Leichen sehen, theoretisch. Weiterfahren, weiter. Hier vorne rechts, da liegt Redguards Leiche. Wo? Hier rechts, auf der Wiese. Oder ist das deine? Wer ist als letztes rausgefallen? Pseudo. Ja, dann ist das deine Leiche hier vorne. Da vorne steht mein SUV. Ich sehe gar nichts. Achso, da. Hier, das ist deine Leiche. Okay. Mit deiner Waffe schnell steig aus. Halt an. Okay, tschüss. Ich hole Redguards Leiche oder meine da oben. Also. Ich müsste linker Hand wahrscheinlich liegen. Redguard, ich hab dich. Okay. Alter. Wie geil. Nimm vor allen Dingen meinen Rucksack. Das ist ein 18er oder 16er sofort. Rucksack. Lass mich erst bitte zu meiner Leiche und meine Waffe nehmen und alles. Okay. Ausrüstung.
Alter, wir haben es geschafft. Wahnsinn. Gut. Komm, 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 ich habe keine Zeit hier. So, wo liegt die nächste Leiche? Hier oben auf der Straße. Bei deinem Auto? Ja. Und du bist da hinten am Baum, ja? Ja. Und wo ist der nächste? Wo ist der Typ? Der hier? Warte, ich sehe doch gerade nichts. Lass mich ganz schnell einpacken hier. Ja, was soll ich denn hier machen mit seiner Leiche? Pack ihn ein. Ich gehe nochmal ins SUV und gucke mal, wie kaputt das Ding ist. Wie? Ich pack ihn ein. Pack so viel wie möglich ein. Kann nichts mehr einpacken, bin voll. Packt's ins Auto. Meinst du, das ist dann noch da? Ja, natürlich. Steck das ins Auto und dann fahrt ihr damit, beziehungsweise lasst es dort stehen, dann spawnt er wieder. Der hat meine Waffe geklaut. Ich nehme deine Red Guard. Okay, mach nur. Steck mir das ein. Beeilt euch. Ja, ich sehe es gerade. Was denn? Gleich Server Restart. Ausrüstung. Kann ich da einen Rucksack einpacken? Ich kann da nicht reinstecken. Ja, nimm meinen Rucksack und alles mit. Mach ich. Ich habe gerade reingesteckt. Jetzt nehme ich deinen Rucksack. Ach so, gut. Fernglas. G17. Vorbei, ne? Werkzeugkoffer. Alter, hab alles. Hab alles. Okay. Was machen wir jetzt? Als Fahrer einsteigen, los, spring rein. Nee. Server Restart. Bleib da stehen. Sonst sterbt ihr, okay, wenn das nächste Mal einloggt. Ja, dann logge ich mich aus, ne? Daneben, ja. Mach ich auch gerade. Okay, ich logge mich aus. Abbrechen. Ja. Trennen. Alter, das war doch eine krasse Aktion, dass wir das noch so oft geschafft haben. Hast du jetzt aufgenommen? Ja, ist alles auf Band. So, ich muss leider gehen. Ja, dann wünsche ich dir ein Ciao-Ciao und... So. Oh, guck mal, jetzt ist der Server Restart. Und ja, ihr holt mich dann hier ab, ne? Und ich logge mich jetzt gleich wieder ein und hol den Red Guard ab und dann fahren wir ins Lager erstmal. Beziehungsweise dann repariert ihr das Ding hier, ne? Ja, versuchen wir das SUV zu reparieren, genau. Beziehungsweise du kannst ja hinten dranhängen. Ja, dann mache ich jetzt erstmal einen Cut und wir sehen uns gleich wieder. Haut rein. Mal. So, meine lieben Freunde, wir sind wieder da. Der Server läuft rund. Erst das Auto, was man abschleppen will, ne? Ja, das musst du an das andere antauen. Tautour Vehicle. Habe ich und jetzt das andere. Hoffentlich ist das nah genug dran. Oder ist es egal, wie weit entfernt die sind? Das weiß ich gar nicht genau. Tau. It's too far, steht da, okay. Too far, alles. Alter, wurde dieses arme SUV zerschossen. Wir haben keine Reifen mehr im Lager, glaube. Doch, ich hatte noch welche mitgebracht. So. So. Man sieht nichts. Das SUV ist gerade im Boden versunken. Aber es ist hinten dran, glaube ich. Gott, ich brauche Nina. Ja, es ist hinten dran, aber frag Nina Sonnenschein. Egal. So, ich fahre also zurück. Jo. Meine Tankstelle suchen. Ach da, nur wie so. Oh, das ist gerade so laut. Ja. Cannot fire. Effekte noch weiter runter. So ist besser. Meine alte Karre, die aussieht wie so ein alter Passat, ist auch tierisch laut oder Jetta. Also ich fahre jetzt diesen Weg einfach wie... Ah ne, da zurück, hab ich meinen Weg gefunden. Wie bitte, ich hab jetzt gerade nicht verstanden. Ach, macht nichts. Brauchst nicht alles wissen. Okay. So, und welche Schwachsinnsaktion haben wir uns dann noch überlegt? Was wollen wir noch Schönes machen? Herr Redguard. Wie bitte? Alter, schalt doch einfach in die Außenperspektive, dann ist doch nicht so laut. Dann höre ich aber die Schüsse auch nicht mehr. Ach Gottchen, es gibt keine Schüsse. Jetzt komm, mach an. Wenn du Schüsse hörst, ist es sowieso schon zu spät. Nein, dann kann ich weiterfahren. Jetzt geh in die Außenperspektive. Bin ich doch. Gut, damit wir uns unterhalten können hier. Du, ich bin die ganze Zeit in der Außenperspektive und das ist so laut. Oh Gott, dann mach mal leiser, Junge. Ich höre trotzdem Schüsse, auch wenn ich so fahre. Bei dem SUV war das schön, da habe ich trotz Außenperspektive alles ordentlich verstanden. Aber diese älteren Fahrzeuge sind ziemlich laut.
Muss ich am Supermarkt rechts ab? Nee, weiter geradeaus noch, ne? Kann ich jetzt gar nicht sagen. Ah, shit, ich hab grad... Nee, ich hätte am Supermarkt rechts abgemusst, jetzt weiß ich's wieder. Ja, stimmt, genau. Es geht dahinter zu unserem Lager. Ups, ich hab einen Zaun umgefahren. Da steht ein Bus mitten auf dem Feld. Scheiße, die Karre ist kaputt. Nein! Da muss ich ja mit meiner versuchen, ins Lager zu kommen, beziehungsweise zu dir. Ja, zu mir. Oh, ich werd geschlagen. Aussteigen. Ich habe bald kein Benzin mehr. Da oben ist ein neues SUV. Warte mal, ich nehme mal das da. Oder war das das, was Pseudo meinte, wo der Reifen kaputt ist? Das wäre natürlich jetzt Glück. Ja, ist auch kaputt. Shit, shit, shit. Hier steht noch ein Bus. Wir müssen aber hier diesen Geländewagen wegkriegen, weil da ist dein ganzes Zeug drin. Ja, ja. Und mein Rucksack, beziehungsweise, ja, ist egal. Also ich habe jetzt gerade deinen hinten aufgesattelt. Ich gehe in den Supermarkt und warte da auf dich. Okay. Oder in die Kirche? Ich gehe in die Kirche, geh ein bisschen beten. Ist hier irgendwas Brauchbares? Ich will das Auto gerade auf. Was? Da. Ach, da ist jetzt so ein komisches Scheißauto. Hey. Oh, Entschuldigung. Ja, echt mal. Du spielst mit meinen Gefühlen, Mann. Geht ein Volga. Hier ist ein Zombie, der sich streckt. Ah, dann ist der müde. Was macht man jetzt eigentlich mit dem Funkgerät? Keine Ahnung. Habe ich noch nie probiert. Ich glaube, man hört theoretisch diese Funksprüche, die von diesem großen Funkturm abgesendet werden, aber das weiß ich nicht genau, ob das hier in dem Spiel auch so ist. Okay. Ansonsten werden da quasi die Koordinaten durchgemorst von den Deerstands und von den Armeestützpunkten. Ah, okay. Okay, ich bin voll. So, ich bin im Supermarkt. Knicklichter. Knicklichter blau, egal, werden trotzdem mitgenommen. Noch eine Uhr, kriege ich die auch noch mit? Klar, alles hier einstecken. Eine Karte hast du nicht zufälligerweise, oder? Ich habe eine Karte, ja. Guck mal, ob es der Visoba frei ist. Da fahre ich jetzt gerade durch, oder will ich gerade durchfahren. Warte. Stary ist frei, ja. Okay. Hier ist ein Zelt, aber das kann ich jetzt schlecht mitnehmen. Getränkedosen, sonst nichts. Aber weißt du, was ich nicht verstehe? Mehrere Lager sind ja da, wo unseres ist, ne? Und ja. Wo fahren die Leute lang? Also die sieht man so selten. Keine Ahnung. Makarov, Bengafeuer brauchen wir ja nicht. Oder brauchen wir Bengafeuer? Nee. Ist noch ein Fernglas, ey, das muss ich noch irgendwie einstecken. Okay. Brauchen wir auch alles nicht. Wo stehst du gleich nochmal? Ich bin am Supermarkt. Von Pustoschka. Ja, wahrscheinlich. Okay. Gut, dann muss ich hier noch durch. Ich muss in Vibo runter. Na, die Kirche ist. Warum wird der Supermarkt nicht angezeigt? Ist ja assi. Das ist ein Zombie, der wartet auf den Bus.
Bist du gleich da oder was? Ja, ich bin Pustoschka, glaube ich. Pustoschka, ich glaube. Ach nee, Quatsch, Vibo, da oben bin ich. Okay, das ist aber auch nicht mehr weit. Ja. Mir geht ein bisschen der Stift. Steht das Auto noch da? Sehe ich nicht. Es wurde ein neues Feature implementiert. Ihr könnt cool. Eure Basen selber umbauen, also die Objekte bewegen und umstellen. Das ist cool. Dann esse ich mal was hier in der Zeit. Eine Dose Nudeln. Allerdings nur innerhalb des Base Shields. Außerhalb lassen die Objekte sich nicht abstellen. Ja, das ist ja klar, ne? Doch, klar. Weiterhin muss es noch von einem Admin freigegeben werden. Base Move on. Yeah. Das heißt, wir können jetzt also die Tonnen verschieben. Ja. So, wo bist du? Müsste gleich in Vibo einfahren. Dann würde ich nämlich schon mal das Auto antauen. Weil wir müssen ja das andere. Aber SUV wollten wir ja auch mitnehmen. Wir müssen das eine ausräumen. Und den SUV noch mitnehmen. Pass auf, dann antaue ich das Ding jetzt. Du taust dann ganz schnell. Oder warte, vielleicht ja, kriege ich, das auch so hin, dass mich keiner hier mitkriegt. Machen wir hier ein bisschen durch. Gerade nochmal was schnell gucken, irgendwie. Ja, warte mal, was. Oh, die Richtung. Hast du dich verfahren? Ich jetzt, glaube ja. Ich bin. Bin nicht abgebogen, das hätte ich machen müssen. Wahrscheinlich, weil ich auf die Map geguckt habe. Muss nochmal ein Stückel zurück. Na, macht doch nichts. Hätte ich hier diesen Blödsinn nicht gebaut, mit einem Geländewagen in den Zaun zu fahren, ist auch alles nicht passiert. Okay, mal gucken, ob ich leise an den Geländewagen rankomme, ohne dass mich ein Zombie sieht. Ich will jetzt hier nicht rumballern. Oh nein, der hat mich gesehen. Aufstehen. Ich antaue. So, hab's antaut. Oh nein, okay. hör auf. Oh nein, ich werd geschlagen. Lauf. Oh nein, ich blute. Kann ich jetzt einfach ins Auto vielleicht? Oh. Bin gerade ein Deerstand, wo Meth damals gestorben ist. Okay. Scheiße, ich blute, ich muss in die Kirche. Dann bist du ja auch nicht mehr so weit weg, ne? Nee. Oh ne, shit. Müssen dann aber trotzdem vorsichtig fahren, weil das Fahrzeug ist fast überall rot. Okay. Nur die Hülle ist in Ordnung.
Ich kümmere mich gerade darum, dass ein paar Zombies dezimiert werden. Jeder, der hier zum Beten kommt, hat ein Problem. Und zwar mit mir. Locke ich gerade an. Alter, der ist frech. So. Voll geil, wenn du die so mit einem Revolver wegschießt. Wie die zusammenbrechen. Na, wer will noch mal, wer hat noch nicht? Jetzt hab ich einen grünen Lader, der stand auch hier rum. Ah, fährt ein bisschen schwammiger. Alter. Alter. Wo muss ich hinkommen? In die Kirche da. Kirche, okay. Eigentlich dürfte es keine Zombies mehr geben hier. So viele, wie ich hier umgenietet habe. Steht ein Motorrad in Vibor mitten auf der Straße. Ja, das weiß ich. Okay. Und ein Polizeiauto stand da ja, auch gerade. Das weiß ich auch. Okay. Man ist ja wirklich nicht mehr weit weg. Ja, kommen immer noch Zombies, ne? Das ist der Hammer. Es reicht denn einfach nicht. Ruckelt's bei mir gerade wieder tierisch? Schießt jemand? Das warst du. Ja, jetzt wieder. Okay, Achtung, ich komme. Und wieder. Ja, ich höre dich. Wo bist du? In der Kirche? In der Kirche, drin? Ich komm da jetzt raus. Wir müssen hoch zum... Willst du fahren? Kann ich, wir müssen die aber antauen. Komm her. Wir tauen erstmal den Lütten an. Also den Geländewagen. Bring den weg, um deine Sachen zu holen. Und dann holen wir das SUV. Ich hätte es eher andersrum gemacht. Nee. Wir holen jetzt, Alex, warte, beweg dich nicht. Ja, warte. So. Oh Gott, er ist oben in der Luft, aber es ist egal. Ja, ist nicht schlimm. Ja, ich steig ein. Oder warte, ich fahr jetzt. Ich bin jetzt auf dem Rücksitz. Dann geh du auf den Fahrersitz, dann fahr du. Der fährt ein bisschen schwammig, also... Ist das geil mit dem Teil in der Luft. Ja. Was? No, we select the secret in was? Warte mal, wir fahren jetzt erstmal raus und dann, oh Gott, ich sehe nichts. Ich muss in Perspektive. Dann rüstest du dich jetzt erstmal hier vorne aus. So, hier. Fahren wir jetzt erstmal ran. Wir können ja auch gleich ins Lager fahren, also... Doch nicht mit dem Teil hier. Ach so. Wir wollen doch das SUV ausholen. Okay, du wolltest bloß quasi das Ding wegfahren, ein Stückchen, um mich auszurüsten. So, was hatte der jetzt hier? Bild auf. Now select the vehicle which to load the object. UAZ, keine Ahnung, okay. Brauchen wir eine Crowbar? Nee, ne? Antau. Fahr mal ein Stück vor mit dem Grünen noch. Kannst ja schon umdrehen, dann. Achso, warte. Will man den Rucksack noch hinten reinpacken, weil der ist größer. Ja, mach. Ist ein 12er. Ausrüstung. Ach ja, ich habe eine Panzersperre auch noch mitgenommen. Die hatte ich gefunden. Und da vorne hast du noch so einen Kuhfuß. Brauchen wir den? Weiß ich nicht, ob man den später mal braucht. Ist auf jeden Fall seltener als eine Axt. Das stimmt, ja. Nehmen wir erstmal die Waffen auf und dann schaue ich mal.
Ach Quatsch, hinten hin. Ausrüstung. Mein Rucksack. Ich hätte dich beinahe angefahren. Merk ich schon. Ja. Aber Waffe ist nicht drinnen, ne? Nee. Kann ich in den Rucksack reingucken, Open Bag. Und da ist gar nichts drin. In dem Rucksack ist gar nichts? Nee. Hm. Guck nochmal. Open Bag. Nee, da ist nichts drin. Okay, los, komm, holen wir das nächste. Ist jetzt alles raus aus dem Wagen? Müsste eigentlich alles draußen gewesen sein, oder? Ich schau nochmal. Ja, ist alles weg. Man hört deine Maus so schön klicken. Klick, klick. So, los. Oha. Das nächste. Das Passagier einsteigen. So, und ich habe gerade gemerkt, wenn man etwas antaut oder abtaut, dann kann man schon dabei scrollen und kann sich gleich reinsetzen. Also man muss das nicht abwarten. Ah, okay. Das machen wir jetzt. Mann, slidest du um die Kurve. Ja, ich hab's drauf, ne? Alter, wo ist das Auto? Seht doch hier. Alter. Okay. Warte, ich mach das schnell. So. Ah, jetzt geht's. Als Passagier. Als Fahrer. Siehst du, wie schnell das ging? Jo. So spart man Zeit. So. Jetzt bringen wir das SUV schön nach Hause. Achtung, wir sind ein bisschen länger jetzt, ne? Ja, klappt doch. Idiot! Der fliegt super! Ich hab ihn. Oh, da fliegt er noch! Oh, bam! Ich bin gerade in der Innenperspektive, war voll lustig. Ah, hier die Kuba. Kauba haben wir jetzt nicht mitgenommen. Na, egal. Oh Mann. Hier ist ein Kaninchen. Frohe Ostern. Bam. Oh, das hat man richtig gemerkt. Das war ein verrückter Ausflug, ne, Redguard? Mhm. Wollen wir nochmal zum Airfield? Ganz ehrlich, würde ich schon wollen. Ja. Um die Penner wegzuschießen? Ich glaube, jetzt wurde gerade geschossen, oder? Kann das sein? Nö. Dann gerade so wie ein entfernter Schuss. Jetzt hier links, ne? Das weiß ich. Okay. So. Oh gut, wie der abgeht. So, sag nochmal. Was wolltest du, warum wolltest du zum Airfield? Dass vielleicht ein paar Sandsäcke gespawnt sind. Ah, okay, weil die brauchen wir dann auch noch. Ja, unbedingt. Und Stacheldraht und Knicklichter sind immer noch Mangelware. Hm. Aber auf jeden Fall krasse Aktion, dass wir das vom Server Restart alles geschafft haben. Ja. Hätte ich nicht gedacht, ehrlich gesagt. Hat man aber viel Glück, dass wir noch Fahrzeuge gefunden haben. Ja, und viel Pech, dass ich in die falsche Richtung gefahren bin. So, jetzt wird's eklig mit den km/h. Oh ja. Wie schnell fährst du jetzt? 22. Hm. Das ist abartig, ne? Ja. Also das Auto hier springen wir hoch. Würde ich machen, ja. Macht ja keinen Sinn. Ach nee, das ist ja der SUV, den wir vor uns verloren haben, ne? Ja, ja. Okay. Aber wie schnell die in den Arsch gehen, ne? Wenn da jemand so ein ganzes Magazin draufholt. Bam, 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 alles kaputt. Na gut, ein ganzes Magazin ist ja auch wirklich viel. Ja, und die haben dich rausgeschossen und sie haben Pseudo rausgeschossen. Mhm. Und vor allem mit einem Schuss, also entweder war die Frontscheibe, hat die wirklich nichts gebracht. Nee, der hat richtig losgerattert, der Typ. Ach so. Also ich habe bloß einen Schuss gehört und mit einmal war ich im Player-Menü drin. Nee, der hat richtig abgerattert. So, jetzt zeig mir mal den optimalsten Weg zu uns ins Lager. Noch ein Stückchen weiter. Dann kurz vor den hellen Bäumen, dann links ab. Vor den hellen Bäumen links ab, okay. Ah, dieses Lager, ey. Ich will eine Straße bauen können. Echt. Das wäre geil, wenn sie das reinkriegen könnten. Mhm. Das glaube ich nicht. Hier so links dann nach den Tannen.
Ja, muss ich wieder in Perspektive, weil ich sehe nichts. Wegen dem SUV hinten dran. Ja, pass auf, hier sind noch die Bäume relativ dicht. Fahr nicht ganz so schnell. Ja, ganz so schnell, ich fahr 18. Das hat bei mir auch schon gereicht. Ich bin jedes Mal extrem langsam gefahren und hab trotzdem die Bäume gerammt. Mir passiert sowas nicht, pass auf, ey. Ich will nicht sterben. Die Hülle ist auch noch voll intakt. Reicht aber auch, wenn der Motor kaputt ist. Ich fahre sogar mit Shift, ne? 21. Das ist unrealistisch. Bergab sollte das viel schneller gehen. Ja. Jetzt wird's knapp. Komm schon. 11. 10. 9. Komm schon. Kämpf dich hoch, Baby. 8. Oh mein Gott. Wir fahren direkt auf den Baum zu. Nein, ich darf nicht lenken. Das finde ich aber ehrlich gesagt auch komisch, dass man, wenn man lenkt, dann Geschwindigkeit verliert bis quasi so weit, dass man auch stehen bleibt. Geschafft. Gut. Oh, ich sehe nichts. Nach rechts. Ja, ja, es war wegen dem SUV. Ich wollte gerade wieder rausschalten. So. Aber warum siehst du da nichts? Bist du so weit unten? Ja. Ach so. Naja, wir haben es geschafft, Redguard. Wir haben gar nicht so viel verloren. Natürlich war das jetzt nicht so großartig, die Aktion. Da habe ich schon bessere gesehen von uns. Wir haben ja noch eine Möglichkeit. Pony ist ja auch noch in Tscherno. Vielleicht läuft es besser, wenn wir ihn retten. Ja, diese Rettungsaktionen, die laufen nie so gut bei uns. Oh, dieser weite Weg. Was hat denn da gerade so gepiept? War das bei dir? Ja, das war mein Drucker. Ich hab den ausgeschaltet. Drucker. So. Ah, gleich haben wir alles. Ah ne, scheiße, hinter den Tannen da vorne, ne? Hm. Oh. Ich will eine Straße bauen. Das wäre so geil, wenn wir jetzt noch Bäume abholzen könnten und eine Straße bauen könnten. Das müsste oder doch irgendwie zu machen sein, oder? Dass ich zumindest quasi Fahrwege hier einfahren, wenn man öfters an was auf einer Strecke lang fährt. Oh ja, das wäre auch cool. Nee, aber leider stellen sich ja immer wieder die Grashalme auf. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Aber wir sind da. Wir haben es geschafft. 5. 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Wir stellen jetzt hier das SUV ab. Ich fahre das andere Teil raus. Ich weiß gar nicht, ob da noch was drin ist. Ich habe gar nicht reingeguckt gehabt. Im was? Im SUV? Nee, in dem, im Lader. Aussteigen. Mal gucken. Erstmal. Ach so, sag mir vorher, dass du antaust. Ich guck mal schnell ins SUV rein. Lada ist. Oh! Ey, da ist Panzersperre, CZ-Munition, das ist doch dein Zeug. Ach ja, stimmt, genau. Stimmt. Aber erstmal muss ich jetzt meinen Rucksack loswerden. Denk dran, in das große Ding kann man bloß einen Rucksack reinpacken, ne? Dann lieber hier. Nein, das Zeug aus meinem Rucksack. Ach so, okay. Ich hab nur verstanden, meinen Rucksack loswerden. So. Also dann nehme ich das Zeug aus dem Lader wieder raus. Warte mal. Da jetzt. Ach komm. Ach, hier war die Ausrüstung. Schmerzmittel lieber mitnehmen. Morphium ein mitnehmen. So. Ich bin gar kein Bandit mehr. Oh, nein, da. Was? Warum auch immer. Ja. Ist mir auch gerade aufgefallen. Kriegst du alles mit? Nee, ne? Doch, warte. Oh, jetzt wollte ich mal auf. So, ach, da ist ja noch ein Rucksack ist noch drin, der aus Roadpack. Der.
wir den. Ich packe mal meinen Rucksack hier in das Zelt und dann packen wir den anderen dort auch noch rein. Jo. Ausrüstung. Groove. So, jetzt will ich mal gucken, was ich für eine Waffe mitnehme als Pistole. Ach, eigentlich kann ich mal eine ganz billige Makarov mitnehmen, ne? Ja, oder 1911er oder so. Ist auch nicht schlimm. Wobei ich eher 1911er mitnehmen würde. Ja? Ja, die ist ein bisschen durchschlagskräftiger als die Makarov. Aber nur 3 Magazine, so. Okay. Ja, das reicht. Jetzt fahre ich das Teil kaputt. Dann rüste ich mich aus und dann können wir ja nochmal losmachen. Jo, das können wir machen. Da hat's jetzt alles... Ah ne, da war... Genau, da war bloß noch das Zelt... das Rucksack drin gewesen. Wollen wir Motorrad lieber diesmal mitnehmen? Ich bin kein Fan vom Motorrad. Ich kann damit nicht gut umgehen. So. Abspringen. Okay, er brennt. Boom. Aber wenn wir wieder ein Auto verlieren, ist es immer so ärgerlich. Ein Moped, wenn wir das verlieren, ist nicht so schlimm, finde ich. Weil du weißt ja jetzt nicht, was jetzt auf uns zukommt, wenn wir... Also wenn du mit dem Moped gut fahren kannst, dann fahren wir auch notfalls mit dem Moped. Ja, kann ich. Ich nehme mir lieber nur noch mal ein Magazin mit. Ja, ich muss... will mir jetzt auch gleich noch eine Waffe... So. Welche hast du dir jetzt genommen? Ich habe die Cobra. Cobra. Obwohl, ich könnte auch die M14 AIM nehmen. Nee, ich glaube, ich bleib bei der Cobra. Ich glaube, ich nehme dann die AKM, oder? Ah ne, die ist so laut, das ist ja extrem laut. Dann nehme ich auch die AKS. Wie viele Magazine hast du mitgenommen? 2? 4. Aber ja. Ja, aber eigentlich sind es nur 3,5, weil das eine ist schon voll kaputt. Also 3 Magazine nehme ich immer mit. Ich nehme bloß 2 mit. Ich gucke bloß gerade, brauchst du was zu essen, zu trinken? Nee. So, jetzt gucken wir mal zum R4. Achso, Werkzeugkoffer noch mitnehmen? Hast du einen? Ich glaube, ich habe einen. Warte, ich guck nochmal. Ausstellen. Da hatte ich nämlich auch ein Einstecken gehabt. Ich habe ein Funkgerät dabei, ich habe einen Kompass dabei. Also Funkgerät nehme ich nicht mit, das ist Blödsinn. Wenn das jemand findet, der freut sich. Ah, wir haben 10 Werkzeugkoffer, okay, das passt. Ich lasse die Hatchet hier, die brauche ich nämlich auch nicht. Obwohl, wenn ich keine Munition mehr habe und gegen Zombies ist die eigentlich nicht... Du hast 3 Magazine. Ich habe sogar 5, sehe ich gerade. Warte mal, ich schmeiß noch mal das halbe hier raus. Jetzt habe ich 4 Magazine. Ach komm, jetzt habe ich 3 Magazine. Okay, so können wir... Ach, die Streichhölzer kann ich auch hier lassen. Wofür brauche ich die denn? Ja, also die lasse ich eigentlich regelmäßig da. Ich guck gerade. Nee. Taschenlampe lasse ich auch hier. So, alles klar. Oh, wir können sogar hier diese Mauer vorsetzen, ne? Welche Mauer? Hier, die draußen, die hier, auf die ich drauf laufe. Ja, was da steht Move, mittelgroße Mauer. Ach. Können die wahrscheinlich auch ein bisschen umsetzen. Warte mal. Oh. Guck mal, siehst du das? Bring mich bloß nicht um. Da kann ich es aber nicht hinsetzen. Ich könnte höchstens... Warte mal, ich mach mal so. Oh. Jetzt steht die da, guck mal. Ja, ich seh's. Die anderen werden sich freuen. Wollen wir es einfach mal stehen lassen, so zum Spaß? Ja. Okay. Du fährst, ich bin Freifahrer. Was ist hier? So. Warum kannst du nicht gut Moped fahren? Keine Ahnung, da habe ich Probleme. Noch mehr als wie mit dem Fahrzeug. Boah, ich überhaupt nicht. Boah, hier 80 auf der Wiese. Ja.
Optionen, Audio-Optionen. Wir sollten nur noch Mopeds haben. Dann ist es auch nicht schlimm, dass hier keine Dings ist. Da wäre ich nicht dafür. Was? Dann lieber nur SUVs. Die muss man auch immer reparieren. Ja, aber mit denen kannst du auch über 50 hier im Gelände lang fahren. Ja, stimmt. Fährst du an Lupertino vorbei? Ich wollte jetzt gerade im direkten Weg drauf zu, weil wir das Dings hier haben. Ja, es ist ja fast direkter Weg. Aber da ist so eine kleine Lagerhalle und auch so ein Deerstand. Ja, können wir gerne drauf vorbei. Und da habe ich meistens eigentlich Glück gehabt, dass ich da was finde. Scheiße, los. Ich habe meinen Rucksack vergessen, glaube ich. Oder? Das weiß ich nicht. Nee, ich glaube, wenn du hinten drauf sitzt, hast du keinen. Okay. Du fährst jetzt wirklich direkt durch den Wald. Ich sehe schon, dass wir sterben. Sag nicht sowas. Okay, ich sehe es nicht. Boom. Ich fahre aus der Ich-Perspektive, geht voll ab. Ohne Scheiß, mir wird voll schlecht. Ich sehe da bloß einen Hinterkopf und kotze da gleich drauf. Geht doch voll ab. Könntest du mal wieder Haare waschen? Ja, ich weiß. Nee, Ich-Perspektive ist viel geiler. Noch 2,7 Kilometer. Ich habe noch 1000 Meter bis zu meinem ersten Punkt bei Lupertino, aber fährst auch genau drauf zu. Wo ist denn die nächste Straße? Die müsste jetzt hier gleich uns kreuzen. Ja, die kommt hier rechts. Das ist doch gut. Guck mal, hat sich total gelohnt, ey. So schnell sind wir hier noch nie lang. Solltest ein Stückchen nach rechts noch fahren, ja. Achtung, hier ist ein Zaun. Und eine Straße. Nö, nehme ich nicht. Zaunstraße, so ein neumodisches Ding, das brauche ich nicht. Du kannst gleich rechts hier lang fahren. Na gut. Jetzt fahre ich Straße. Dann fahr hier geradeaus weiter ins Feld rein. Und das so ist hier vorne die rote Halle und da rechts daneben ist so ein kleiner. Ja, sehe ich. In dem kleinen Gebäude spawnt das Zeug. Wir können ja in der großen Halle das Fahrzeug parken und dann laufen wir rüber. Gute Idee. Hatte ich mit heute auch schon so gemacht. Was denn? Scheiße, ich bin nur gegen den Busch gefahren und ich glaube, das Moped ist im Arsch. Ja. Oh scheiße. Warte mal, dann bleib stehen. Oh scheiße. Dann mach mal die Tür hier auf. Wow. Ich renne jetzt mal da drüben in die Halle. Hier sind nur Dosen. Und hier ist nichts, leider nichts drin. Nee, ich komme nicht hoch. Ich bin gegen den scheiß Busch gefahren. Ach scheiße. Gegen diesen Fuckbusch hier. W. Da vorne war ich schon drin, da war nichts. Nur Dosen. Überhaupt nichts gespawnt? Nur Dosen. Nur Dosen, sonst würde ich die mal wegnehmen. Ah, hier hinten ist was. Oh, ja. Da ist wieder was gespawnt, ja. Achtung, Zombie. Lenkst du den Zombie ab? Wo ist denn der? Da. Ja, mach ich. Läuft auf dich zu. Nee, noch steht er. Ach so, ja. Jetzt humpelt er. Okay, dann nehme ich mal das Zeug hier hinten. Ausrüstung, was ist es? Da oben in der roten Halle ist nie was, ne? Nee. Zwei große Leuchtkugeln. Tue ich das Zeug mal auch aufnehmen? Schmeiß mal's weg. Weil das hatte auch so ein Typ gemacht, wo ich mit Pseudo auf dem Airfield war, dass da einer in ein von den großen Hallen saß, wo die Waffen spawnen und dann immer wieder das schlechte Loot rausgeräumt hat und gewartet hat, bis was Neues spawnt. Okay. Aber wir rennen jetzt zum Airfield, ne? Es sind nur noch 1,6 Kilometer. Ja, ich schmeiß bloß mal schnell das Zeug hier noch weg. Meinst du, wenn wir hier wieder dran vorbeikommen, ja? Jo.
kommen wir auf jeden Fall. Du sagst es ja, pro Minute macht man 500 Meter, ne? Ja. Alles klar. Warte mal, ich guck mal, ob ich hier noch was reinlege. Ausrüstung. Dann lege ich die Granaten hier noch rein, die brauchen wir jetzt nicht, die stürmen bloß. Wir können es uns auch einfacher machen und einfach an der Straße vom Airfield warten und alle, die rein und rausfahren, kaputt schießen. Das könnten wir auch machen, ja. Wäre zwar gemein, aber... Waren die ja auch. Weißt du, wenn man so viel gedisst wird von denen, dann... Wo läufst du jetzt eigentlich? Siehst du mich nicht? Nö. Lauf jetzt erst los, deswegen frage ich. Achso, ich sehe dich noch nicht. Bist du nach oben gelaufen, ja, oder wo läufst du? Ein bisschen weiter rechts. Dann laufen wir ein Stück weiter links, weil da oben links ist ja noch so ein Deer-Stand. Den würde ich auch noch abgrasen. Okay, dann grasen wir den auch noch ab. Dann musst du über die Straße noch drüber. Jo. Ach, da, ich sehe dich. Ach Mensch, das ist ärgerlich mit dem Moped. Da war das Rad nur ein bisschen angeschlagen, ey, gegengefahren, kaputt für immer. Wie gut war das Rad eigentlich? Das war schon vorher orange. Ach so. Na gut, dann könnte es wahrscheinlich wirklich damit zusammenhängen. Ja, aber dieser blöde Busch da, ne? Oh, der ärgert mich gerade voll. Hätte ich aber auch nicht gedacht, dass das gleich dadurch so in Arsch ist. Ja, voll ärgerlich. Wo ist denn hier der Ach, da ist der Dias, den ich sehen. Ja. Den hatten Pseudo und ich schon mal eingeladen und wollten den eigentlich bei uns aufbauen. Das weiß ich. Nächstes Wochenende ist DZ-Gelage bei MAV. Mhm. Ein großes Event, muss man sich nur für anmelden, weil es nur 12 Plätze gibt. Ich habe mich schon angemeldet. Ich blick gerade, was nächstes Wochenende ist, ob da irgendwas ist bei mir. Samstag 18 Uhr, glaube ich. Mhm. Ich würde nur endlich gern weiter mit dem Basenbau kommen. Ja. So, ich bin am Descent, ich gehe hoch. Oben drauf sitzt ein Zombie. Ja, das ist meistens so. Dann einfach ein Kopfschuss. Mit der Pistole am besten. Warte. Die ist nicht ganz so laut. Irgendwas liegt. Da kommt uns auch mal ein Zombie hinterher, der läuft da unten. Na, Leiter hochsteigen. Na. So, was haben wir denn hier? Oh ja, was haben wir denn? DMR-Magazine nehme ich auf jeden Fall mit. Zweimal Schmerzmittel nehme ich auch mit. Alles einlagern, was es hier so gibt. So. Aber Zombie auch mal ausnehmen? Welchen Zombie? Der Zombie, da hat er meistens auch noch irgendwie ein Magazin dabei oder so. Ja, der hat 8 Schuss für eine Schrotflinte. Mhm, na gut. So, aber meine lieben Freunde, wir machen hier einen kleinen Cut und sehen uns im nächsten Video wieder, wenn der Redguard und der ich das Airfield ausräumen. Also, haut rein und bis dann. Ciao, ciao.